95 Grad unter Volllast ist das neue Normal bei den modernen Prozessoren. Aber was bedeutet das für euch und worauf müsst ihr nun beim Kauf eines neuen Luft- oder Wasserkühlers achten? Wir müssen jederzeit über neueste Entwicklungen informiert sein, um die bestmögliche Kühlung und somit Performance eurer CPUs zu gewährleisten. Die Anforderungen an die Kühlung der CPUs steigen aber stetig und darüber wird uns mein Kollege Martin Payenkamp im Detail erzählen. Er ist unser Product Specialist und verfolgt jederzeit die spannenden Entwicklungen in der Hardware- und Gaming-Branche. Gleichzeitig möchten wir die Möglichkeit nutzen, euch im heutigen Video ein neues und super praktisches Tool für eure CPU-Kühlerwahl vorzustellen. Also Martin, herzlich willkommen. Erzähl uns doch bitte einmal, was sich bei der Kühlung moderner CPUs verändert hat. Ja, vielen Dank für die Einleitung, Nam. Wir beobachten schon eine ganze Weile, wie sich insbesondere die schnellsten und besten Prozessoren verhalten, wenn sie über längere Zeiträume voll ausgelastet werden. Sie takten nämlich immer gerade so hoch, dass sie nicht überhitzen. Das hat für euch zu Hause den Vorteil, dass ihr zu jedem Zeitpunkt die maximale Leistung aus dem Chip holt, ohne groß etwas dafür tun zu müssen. Hier zeigt sich aber ein großer Unterschied zu dem ersten Computer, den ich persönlich zusammengebaut habe. Damals musste man noch selbst darauf achten, den Prozessor ausreichend zu kühlen, um ihn nicht zu überhitzen. Bei der Überhitzung schaltet der Computer zwar mit etwas Glück ab, um Schäden zu vermeiden, aber dann war der Rechner eben auch erstmal aus und muss den letzten Boss trotzdem noch mal neu besiegen. Moderne CPUs hingegen regeln die einzelnen Kerne ständig hoch und runter, um eine Überhitzung und damit ein Abschalten zu vermeiden. Außerdem sind heute deutlich höhere Taktraten möglich. Werden diese hohen Frequenzen über längere Zeiträume gehalten, ist es völlig normal und vor allen Dingen unbedenklich, wenn euch eine Kerntemperatur von 95 Grad angezeigt wird. Auch das ist heute anders als früher und musste ich erstmal neu lernen. By the way, wer kennt eigentlich noch den Athlon XP von AMD? Meinen AMD Athlon XP 1700 Plus konnte ich damals mit einem gewöhnlichen Luftkühler noch bei 60 Grad betreiben. Okay, also die Prozessoren schalten sich bei Überhitzung ab. Aber warum ist es denn jetzt noch relevanter, einen leistungsstarken CPU-Kühler bzw. allgemein eine gute Kühlung über das Gehäuse anzupeilen? Nun ja, es geht nicht mehr nur um die Temperaturen. Da die CPU die Leistung weiter steigert, bis das Temperaturlimit erreicht ist, erhält man mit einer besseren Kühlung tatsächlich mehr Systemperformance. Der Turbo Boost kann über einen längeren Zeitraum gehalten werden, wenn die Kerne des Prozessors stärker gekühlt werden. Temperaturvergleiche auf Volllast taugen bei Flaggschiff-Prozessoren aber nicht mehr, um die Leistung eines Kühlers zu bewerten, da die Temperatur mit dem kleinsten Luftkühler oder der großen Wasserkühlung bei 95 Grad liegen wird. Hier muss man mehr ins Detail gehen und auch die Leistung berücksichtigen. Die Hersteller geben doch TDP-Werte an. Kann man sich als Endanwender nicht einfach daran orientieren, um den richtigen Kühler für seinen Prozessor auszusuchen? Zuerst einmal, TDP steht für Thermal Design Power, also die Wärmeleistung in Watt, die vom Prozessor weggefördert werden muss, beziehungsweise die ein Kühler kühlen kann. Dieser Wert erlaubt zwar eine schnelle Einschätzung, wird aber von jedem Hersteller unterschiedlich berechnet und interpretiert und verliert dadurch natürlich an Bedeutung. Grundsätzlich kann man erstmal mit jedem Kühler jeden modernen Prozessor kühlen, da die Sicherheitsfeatures inzwischen so weit sind, dass man sich über Hitzeschäden am Prozessor eigentlich keine wirklichen Sorgen mehr machen muss. In den seltensten Fällen läuft eine CPU auch ständig auf voller Last und benötigt die hohen Taktraten auf allen Kernen, mit denen diese schwindelregenden Temperaturen erreicht werden. Wer viel Geld für einen Prozessor ausgibt, möchte aber natürlich keine Leistung auf dem Tisch liegen lassen. Wir haben deshalb den Motherboard-Check von unserer Webseite optimiert und auch Prozessoren in das Tool integriert, namentlich das neue BeQuiet-Kühler-Kompatibilitätstool. Hier bekommt ihr, abhängig vom gewählten Prozessor und Mainboard, sinnvolle Empfehlungen, die auf unseren eigens durchgeführten Tests basieren. Diese Tests führen wir bei AMD-Prozessoren ab der Ryzen 7000er-Serie durch und bei Intel ab der 13. Generation. Im Tool seht ihr bei Angabe des gewünschten Prozessors, mit welchem Kühler ihr den längsten Turbo-Boost erwarten könnt und zugleich bekommt ihr mögliche Kompatibilitätsprobleme mit dem ausgewählten Mainboard angezeigt. So etwas tritt zwar vor allen Dingen bei älteren Modellen auf, aber wir möchten euch zu Hause gerne den Ärger sparen, dass die gewählte Kombo aus Mainboard, Kühler und Speicher beim Zusammenbau dann doch nicht so zusammenpasst, wie ihr das eigentlich geplant hattet. Außerdem findet ihr auf den Produktseiten unserer Kühler ab sofort eine Empfehlung, für welche Prozessormodelle der Kühler am besten geeignet ist. Welcher Kühler am Ende wirklich der richtige für euch ist, hängt natürlich auch von der Belüftung des Gehäuses ab und den eigenen Erwartungen an den PC. Wer häufig Videos rendert und dem Prozessor damit viel Dauerleistung abverlangt, sollte lieber in einen besseren Kühler investieren. Ein Kühler mit einem größeren Radiator oder Heatsink bedeutet generell auch, dass man für eine gute Leistung die Lüfter nicht mit voller Drehzahl und somit leiser betreiben kann. Ja, okay Martin, vielen Dank, dass du uns an deinem Wissen teilhaben lässt. Jetzt zu unserem neuen
Tool bzw. Helfer. Ihr findet unser CPU-Kompatibilitätstool unter Service Tools und CPU Kühler Check. Sucht eine Plattform aus. Ab der Ryzen 7000er und Intel 13. Generation könnt ihr die Kompatibilität mit dem ausgewählten Motherboard und Cooler Rating einsehen. Also Beispiel 1, Auswahl aus CPU und Sockel ohne Motherboard. Du wählst dein Intel EGA 1700 mit i9 13900 erstmal ohne gewähltes Motherboard. Da würde der Darkrock Elite und Darkrock Pro 5 den Turbo Boost gut handeln. Der Darkrock 4 erreicht hier nur 2 von 3 Punkten und beim Darkrock TF2, den würde ich hier nicht mehr empfehlen. Du gehst also auf Nummer sicher, wenn du dich an den Kühlern orientierst, die natürlich eine 3 von 3 Wertung haben. Wenn du dann etwas weiter runter scrollst, siehst du, welche Kühler für deine gewählte Kombination empfehlenswert sind. Beispiel 2, Auswahl aus CPU, Sockel und Motherboard. Jetzt wählen wir die AM5-Plattform mit Ryzen 9 7900X und einem IS ROG im Formfaktor ATX, Chipsatz B650 und das Mainboard dazu. Hier sehen wir auch wieder das Kühler-Rating, aber auch wo unter Umständen Einschränkungen zu erwarten sind. In diesem Fall sehen wir, dass aufgrund der Größe des Lüfters eventuell auf die Höhe des verwendeten RAMs geachtet werden sollte. Weitergehende Informationen erhaltet ihr, wenn ihr auf mehr Informationen hier klickt. Probiert euch gerne einmal selbst aus. Ich hoffe, dass euch dieses Tool beim Planen und Bauen eures neuen Systems behilflich sein wird. Bis zum nächsten Mal und lasst gerne ein Like da, wenn euch dieses Video geholfen hat.